So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Wir stehen hier bei der Sith-Basis und ja, wir haben jetzt vor... Hoppla, falsches. Ach, wir haben jetzt auch dieses Lebenserhaltungskit. Was ich eigentlich machen wollte, ist... Hyperkampfstimulanz nehmen. Und rein. Wie bist du hier reingekommen? Wir kennen das ja. Warte. Ja. So, wir kennen die ja inzwischen. Ich versuch mal... Ach komm, ich versuch ihn auszuschalten. Gerettet, sind die immun gegen so einen Scheiß oder was? Na gut, Karth ist umgeworfen worden, aber den kann ich... Hoppla. Den kann ich auch dazu bringen. Ja. Okay, das sah nach ordentlich Schaden aus, aber es war nicht so viel. Ach. Och nee, dieser... Bastila kann doch auch... sie kann kurieren, nicht heilen. Hier bin ich. Wie viel halten diese Schüler aus? Er kann selbst heilen, gut. Es hat nicht mehr gereicht. Ich würde sagen, da auch die ganze Zeit Karth betäubt war, was ziemlich beschissen ist. Wir gehen einfach jetzt alle zuerst auf einen von denen drauf. Oh, den Energieschild wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Hyperkampfstimulanz. Ich weiß nicht ganz genau, was es macht, aber es klingt gut. So. Ja, jetzt ist er betäubt worden, das ist halb so schlimm. Du gehst auf den los und du schießt ein paar Mal auf den. Du versuchst ihn dabei zu betäuben. Ja, ja, schön. Ja klar, Karth ist betäubt worden, heißt, die Schüsse sind alle aus der Leiste genommen. Super. Und wir werden hier die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert. Versuchen jetzt noch ihn zu betäuben. Hier, nimm das. Okay, der ist so gut wie tot. Karth schießt auch weiter auf den. Ja, hier, nimm das. Bastila kann meinetwegen kurz hier ein bisschen tanken. Aber eigentlich wäre es besser, wenn sie auch hier angreift. Und er ihn. So, wir wollen jetzt nach Möglichkeit den einfach sehr schnell tot haben. Hier, nimm das. Alter, hat Bastila Schaden gefressen. Bewusstlos. Das ist doch nicht wahr. Gerade nicht mehr rechtzeitig. Runter damit. Ha! Okay, ich krieg's mit dem Machtwirbel und tatsächlich hinten zu betäuben. Lass es krachen. Nächster Versuch. Aber Tatsache, wir schaffen's. So eine Betäubungsfähigkeit in der Gruppe ist mal echt mehr als nützlich. Wir haben ihn hin. Ja, wir haben's geschafft. Super. Bastila, genug geschlafen. Aufstehen. Gucken wir mal, was der so dabei hat. Kristall Luxum, Hypergeschicklichkeitsenhancer, Verfassungsenhancer, Retina-Implantat. Zwillingslaserschwert rot. Okay, aber das kann man ja auch umbauen. Robe dunkler Jedi-Meister. Na gut, ich glaube, die Robe sieht zwar cool aus, aber wenn ich die anziehe... Also hier 2 Geschicklichkeitsbonus 8. 3 Geschicklichkeitsbonus 8. Tut mir leid, das ist die beste Robe für ihn. Na gut, und sie sieht jetzt auch nicht gerade schlecht aus, muss ich zugeben. Also besser als dieses effe blaue Teil, finde ich. Verbessertes Medikit und erstmal ein paar Mal heilen. Bastila hat ja ordentlich Lebenspunkte verloren. So, die letzten Machtpunkte fürs Heilen rausgeballert und ja. Ich muss zugeben, langsam gefällt mir unser Charakter doch ganz gut. Robe dunkler Jedi Ritter. Ich habe ein Duellierschild. Was kann denn dunkler Jedi Ritter? 2 Geschicklichkeitsbonus 8. Okay, ist also das gleiche wie beim Jedi Meister. Und hier kommt man durch. Aber das wird abgespeichert. Das wird sowas von abgespeichert.
Oh, ich kann nochmal heilen. So, hier ist noch eine Feldkiste. Also war gut, dass wir hier nochmal... Okay, war eine Mine. Datapad. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da steht. Hoppla, falsche Taste. Datapad, wo habe ich's? Das muss hier doch irgendwo sein. Hier haben wir's. Dies scheint die persönlichen Notizen des Sith-Meisters von Manaan zu sein. Offensichtlich haben die Sith versucht, leicht beeinflussbare junge Selkath für die dunkle Seite zu gewinnen. Gegen Ende des ausführlichen Berichts wird deutlich, dass die Sith sie dazu benutzen wollen, um die momentane Regierung zu stürzen und eine Marionettenregierung einzusetzen. Okay, das wäre, glaube ich, was gewesen, das hätte uns dann beim Gericht geholfen. Jo, damit hammert. Wir haben Manaan jetzt eigentlich wirklich abgeschlossen, das kann man jetzt ganz gut sagen. Nur wir müssen hier halt erst noch raus, dann können wir eine Schnellreise machen und ab geht's zum nächsten Planeten. Aber vorher dann erstmal noch mit allen Charakteren reden und sowas, tut mir leid. Ihr wisst, so läuft das in diesem Spiel. Viel Gequatsche. Und dann geht's wahrscheinlich in der nächsten Folge erst nach Tatooine, aber ja, haben wir heute doch ein bisschen Action gehabt. So. Ach ja, und ich muss natürlich nachgucken, was die, was dieser Luxum-Kristall macht. So, wir sind bei der Adam Hawk. Zuallererst, wo war die Werkbank? Frachtraum glaube ich nicht. Ich glaube, sie war direkt hier beim Swoop-Hangar, oder? Ja. Laserschwert. Was macht so ein Luxum-Kristall? Jetzt habe ich hier Kristall-Sigil, Kristall-Yenruax. Yenruax macht Schadensbonus-Energie 2. Luxum macht Angriffsbonus 2, Schadensbonus gegen Rassengruppe Droide 1W6 Energie. Spezial-Upgrade. Wer sich jetzt fragt, was 1W6 heißt, für die, die von Pen and Paper Rollenspielen keine Ahnung haben, 1W6 heißt ein sechsseitiger Würfel. Okay, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Was macht der Sigil-Kristall? Schadensbonus Energie 1W6 allgemein. Das Ding hier, es hat einen besseren Angriffsbonus, das heißt, wir treffen häufiger. Der Yenruax, den ich drin habe, der macht halt Blasterreflexion deutlich besser. 2 Energieschaden generell mehr. Mit dem Ding treffe ich aber häufiger. Komm, ich nehme den. Dann schaue ich mal bei Bastila. Die hat einmal Rubat, einmal Yenruax. Sigil könnte ich ihr zum Beispiel einbauen. Oder nochmal Rubat. Ist ein Standardding. Komm, Sigil. Ja, reicht auch erstmal. Gut, hast du was zu erzählen, Candorous? Ja, was liegt an? Vielleicht gibt es mir noch ein paar Geschichten über den Krieg, die ihr mir erzählen könnt. Ich glaube, ich sollte euch ein wenig über unseren letzten Krieg gegen die Republik erzählen. Der Krieg, in dem der Jedi Revan mein Volk besiegt hat. Wir eroberten zunächst ein paar Welten außerhalb der Republik. Das alles geschah still und heimlich. Die Republik sollte erst davon erfahren, wenn es zu spät war. Als wir schließlich auch gegen die Welten der Republik zuschlugen, wussten die gar nicht, dass wir kommen würden. Wir drangen durch 3 Invasionskorridore in 3 angrenzende Sektoren ein. Wir haben alle zerschmettert, ob sie kämpfen wollten oder nicht. Wir machten die ganze Welt dem Erdboden gleich, um die Republik zu einem Gegenangriff zu provozieren. Es ist kein großes Vergnügen, eine Welt einfach nur so auszulöschen, aber aufgrund der feigen Strategie der Verteidiger hatten wir kaum eine andere Wahl. Was wollt ihr damit sagen? Es ist falsch, sich in den Häusern von Zivilisten zu verstecken. Familien als lebende Schutzschilde zu nehmen. Zu glauben, wir würden in größeren Städten auf den Einsatz entsprechender Truppen verzichten. Sie unterschätzten unsere Entschlossenheit und die Maßnahmen, die wir bereit waren, im Kriege zu ergreifen. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, sollte sich von jenen fernhalten, die dazu in der Lage sind. Wenn es nötig war, eine Stadt auszulöschen, um ein Schutzschild der Republik auszuschalten, dann haben wir das eben getan. Notwendige Stärke zerstört jeden Widerstand.
Das ist ziemlich pragmatisch. Naja, aber so sind die Mandalorianer. Auch wenn die ein gewisses Ehrgefühl haben, darin ist halt jetzt eher nicht so. Ihr hättet einen anderen Weg finden können. Für Feiglinge habe ich weder Zeit noch Geduld. Sie verdienen es, gejagt und wie Würmer zertreten zu werden. Diese Kriegsführung hatte mit Ehre nichts mehr zu tun. Doch einigen eurer Truppen gelang es, sich in unseren Augen zu rehabilitieren. Besonders später. Wie haben sie der Republik Ehre erwiesen? Später, nachdem Revan in den Krieg eingegriffen hatte. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Im Moment sonst nichts, danke. Auch gut. Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Jo, haben wir wieder ein bisschen was mit Candoris gequatscht. Jetzt sind noch die Nächsten. Wen haben wir noch hier so in der Gegend? Hier keinen. Ach, so viel kann ich schon mal sagen, da ich ja auf Tatooine abziele. Auf Tatooine kriegen wir noch einen weiteren dazu, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage aber noch nicht, um wen es sich handelt. Beziehungsweise, ja. Ich sag's mal so, um wen es sich handelt. T3, hast du irgendwas ausnahmsweise zu sagen? Kannst du eine Computersonde für mich erstellen? Verneinen. Schade. Du kannst keine mehr erstellen, verstanden. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ja gut, nichts Übliches. Wenn euch was einfällt, nur zu, sagt es. Lass mich raten, Salba hat auch nichts mehr zu sagen, oder nichts anderes. Habt ihr einen Wunsch? Könnt ihr mir sonst noch etwas über euch erzählen, Salba? Ja, das übliche mit der Lebensschuld. Na gut, dann belästige ich dich nicht weiter. Ich glaube, Salba fängt erst an zu labern, wenn man auf Kashyyyk ist oder so. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Na, Giovanni, ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten könnten. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Erzählt mir mehr über eure Vergangenheit. Nun, ich schätze, ich habe noch nicht viel über die Jedi erzählt, die ich in meiner Heimat traf. Sie, alle von ihnen, waren so belebend. Belebend? Ja, sie waren so voller Leben, so voller Hoffnung und Energie und Eifer. Rückblickend kann ich sagen, dass es wohl alles ein wenig tragisch war. Was wollt ihr damit sagen? Diese Jedi brachen auf, um gegen die Mandalorianer zu kämpfen, kurz nachdem diese mit ihrer Invasion begonnen hatten. Viele der Jedi starben in den Kämpfen. Doch für uns schienen sie unbesiegbar, vor allem ihr Anführer, über den sie beständig sprachen. Mir erschienen sie wie Verkörperung von Licht und Gerechtigkeit, die jede Ungleichheit und alles Böse hinwegfegten. Es war so, als ob ich die Götter schauen durfte. Das ist ja schön. So lobe ich mir das. Ich sehe ja tatsächlich göttlich aus. Nee, die Jedi sind keine Götter. Das weiß ich. Ich habe bei meiner Beschreibung von der poetischen Freiheit Gebrauch gemacht. Aber diese Jedi, sie verzauberten alle. Jeder wollte sie nur berühren. Manche Leute glaubten, es würde ihnen Glück bringen. Nicht, dass der Frieden, den sie brachten, lange Bestand hatte. Was geschah? Die Jedi verließen uns. Die Leute wurden unvorsichtig. Jene, denen Unrecht geschehen war, sahen ihre Gelegenheit zur Rache gekommen. Und so dreht sich das Rad der Gewalt ständig weiter. Die Unterdrückten wurden die neuen Unterdrücker. Wir reden hier von menschlichen Unterdrückern. Die Nichtmenschlichen wurden ohnehin immer schlecht behandelt. Wir wurden von beiden Regierungen verachtet. Alle Völker sind so intoleranzfähig. Ja. Aber Menschen scheinen ihren Hass am längsten und deutlichsten auszuleben. Sie ließen all ihre Frustrationen und ihren Hass an uns aus, weil die Leute, an denen sie sich wirklich rächen wollten, bereits geflohen oder zu gut geschützt waren. Doch niemand schert sich um die Ungerechtigkeiten, die wir erlitten haben. Oh nein. Aber es tut mir leid. Ich sollte diese Ausbrüche bezähmen. Solange ihr nicht zulasst, dass der Ärger euch kontrolliert? Versteht ihr denn nicht? Die Tatsache, dass ich davon gesprochen habe, bedeutet ja schon, dass mich die Wut kontrolliert. Wut kann zur dunklen Seite führen. Ich muss stets wachsam sein, damit ich nicht in meine alten Fehler verfalle. Ich danke euch für eure Unterstützung. Mein Ausbruch war unmotiviert, doch ihr habt nicht voller Zorn reagiert.
Ihr seid wohl ein viel besserer Jedi als ich, doch wir wollen nicht weiter darüber sprechen. Wir sollten unsere Reise fortsetzen. Vielleicht können wir später noch darüber reden. Sicher, Johani. Jetzt scheinen sie alle wirklich ein bisschen mehr zu sagen zu haben. Ne, von da aus komme ich, glaube ich, oder war ich auf der anderen Seite schon? Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ne, hier ist Mission, klar. War ich hey, noch nicht. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Keine Sorge. Meine Suche nach Griff wird uns nicht behindern. Kümmern wir uns lieber wieder um wichtigere Sachen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Vergiss es. Okay, wie du willst. Gut, wir haben noch Bastila und, Dings. Hier war niemand, oder? Nö. Hier geht's, glaube ich, zur Kanone. Ich merke, ich gehe gerade den komplett dämlichsten Weg, den ich hätte gehen können. Bastila und Karth müssten hier vorne irgendwo sein. Ist hier jemand? Nö. Achso, beginnen wir mal mit Karth. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Möchtet ihr reden? Beim letzten Mal habt ihr euch doch sehr aufgeregt. Ist nicht gerade meine Stärke. Aber ich weiß, dass ich euch eine Entschuldigung schulde. Mehr als eine sogar. Ich brannte darauf, in der Schlacht über Taris endlich Saul stellen zu können. Und da kommen diese Jedi plötzlich mit diesen Sternenkarten daher. Ich weiß ja, dass auch diese Mission wichtig ist. Aber ich komme mir ein wenig nutzlos vor. Ich kann kämpfen, klar, aber ich bin nun mal kein Jedi. Das alles hier ist irgendwie nicht meine Kragenweite. Ich würde nicht sagen, dass Jedi zwingend allen anderen überlegen sind. Wenn man sich einfach mal ein paar Kämpfe ansieht, auch gegen Leute, die nicht die Macht benutzen können, sind die Jedi definitiv nicht allmächtig in den Filmen. Und speziell, wenn man sich auch ein bisschen mit dem Franchise außerhalb beschäftigt, zum Beispiel Clone Wars oder was, da gibt's halt, wie hieß er? Cad Bane, glaube ich? Könnte das sein? Jedenfalls ein Duros mit zwei Pistolen, also ein Kopfgeldjäger. Oder halt einfach in den Filmen Boba und Jango Fett. So. Und inwiefern entschuldigt das eure Taten? Oder? Ja, komm. Tut es nicht, ich weiß. Es ist schon eine Weile her, dass ich an so etwas denken musste. Ich hasse es einfach nicht zu wissen, was vor sich geht. Ich fühle mich dann so hilflos. Aber ich hätte das nicht auf eurem Rücken austragen dürfen. Ich habe mich wahrscheinlich ziemlich dämlich angestellt, oder? Macht euch darüber keine Sorgen, Karth. Doch, das tue ich. Ich bin die Routen mehr als einmal entlang gefahren. Ich müsste es besser wissen. Es tut mir leid. Nehmt ihr meine Entschuldigung an? Nur wenn ihr dazu bereit seid, endlich einmal vernünftig mit mir zusammenzuarbeiten. Abgemacht. Machen wir uns also auf den Weg, Partner. Tja, da haben wir jetzt ein bisschen, ja, er hat sich wieder eingekriegt. So, Bastila. Wie kann ich helfen? Ihr seht aus, als wolltet ihr mir etwas sagen. Ja, ich habe nur überlegt, wie ich es am besten sagen soll. Aber vielleicht sollte ich einfach ganz offen sprechen. Es ist nämlich so, dass ich auf euch angewiesen bin. Nicht nur was diese Mission angeht, sondern auch was mich selbst angeht. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ist das ein Kompliment? Von euch? Da... Nee, was war das? Ich glaube, ich werde taub. Sag das nochmal, ist auch eine gute Idee. Das klingt, als wäre das sehr schmerzhaft für euch auch super, die Sprüche. Nee, ist das ein Kompliment? Von euch? Ja. Aber so überraschend ist das doch nicht. Ja, entweder das ist ein Scherz, ja, oder mir schien, dass es euch schwer über die Lippen kam. Komm, sagen wir das Zweite. Ach ja? Ich wollte ehrlich sein. Ich war vielleicht zu kritisch euch gegenüber. Habe vielleicht manchmal zu viel von euch verlangt. Ach, ihr seid vielleicht zu kritisch gewesen? Das reicht nicht. Tut mir leid. Komm, ich danke euch. Die Geste ist willkommen. Ich bin zuweilen etwas wortkarg, das stimmt. Ich habe euch doch über die dunkle Seite und alles, was damit zusammenhängt, ausführlich unterrichtet. Ich habe eine jahrelange Ausbildung hinter mir, immer verfolgt von meinen Lehrern. Die wurden nicht müde zu betonen, wie talentiert und wichtig ich doch sei. Ich war es irgendwann leid.
Als ich jung war, schwor ich, nie so spießig zu werden und ewig mit sich selbst beschäftigt zu sein wie meine Jedi-Meister. Ironie, nicht wahr? Ja, vergesst nicht, aufbrausend kritiksüchtig und geheimniskrämerisch, oder? Unsinn, ihr seid doch gar nicht in euch gekehrt und langweilig, oder? Vielleicht, aber es gibt keinen Grund, so zu sein. Das wäre eine Idee. Vollkommen machen wir ein Kompliment. Unsinn, ihr seid doch gar nicht in euch gekehrt und langweilig. Nett, dass ihr das sagt, aber ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist. Ich kontrolliere die Leute, um sie stets in Reichweite zu haben. Selbst jene, die eigentlich mein Verständnis und mein Mitgefühl verdient hätten. So wie ihr. Aber das sollten wir vielleicht ändern. Ihr solltet wissen, wie sehr ich euch schätze und respektiere. Ich muss euch einfach sagen, wie viel ihr mir bedeutet. Als Freund natürlich. Ich hatte erwähnt, dass Bastila eine Romanzenoption ist, oder? Naja. Okay, wenn ich das sage, also wir können zum Beispiel sagen, wir könnten mehr als nur Freunde sein, Bastila. Ah, ist vielleicht ein bisschen zu direkt. Ach komm, ich sag's einfach. Wir könnten mehr als nur Freunde sein, Bastila. Bitte, das ist doch nicht erlaubt. Ich muss den Jedi-Idealen treu bleiben. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es kann nur zu Problemen führen. So, also jetzt die Möglichkeiten. Nein, ich bin froh darüber. Ich sorge mich auch um euch, Bastila. Als Freund. Oder? Gut, ihr habt alles gesagt, was ihr sagen wolltet. Lasst mich jetzt in Ruhe. Für immer. Talk to the hand. Wir sagen das Erste. Also, wir machen uns auch um sie Sorgen. Nun, es war fast so schwierig, wie ich dachte. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich fühle mich jetzt viel besser. Aber kommen wir nun wieder zu wichtigeren Dingen. Wir sollten uns wieder unserer Mission zuwenden. Ach nee, war das romantisch. Nee. Ich würde sagen, dann speichere ich jetzt nochmal und beende dann hier die Aufnahme. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr Spaß hattet. Und ja, dann geht's das nächste Mal nach Tatooine. Außer ich entscheide mich spontan um. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio!